Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ich bin der Timan und... Hier ist die Selena, ihr. Hallo, ihr Lieben. Ach ja. Das wird noch das mit wird der neuen irgendwann wird es noch, ne? Wir brauchen so 50 Folgen wahrscheinlich, bis das richtig sitzt und ja. ja, in der letzten Folge hatte ich ja, ja eigentlich noch eher ungeplant eine Folge gestartet, weil wir waren ja in der vorletzten Folge auf der Suche nach Kirschholz und hatten da ja nichts gefunden. Und ja, in der letzten Folge dann doch noch die chlorreiche Nachricht, wir haben Kirschholz gefunden. Und ja, die Silly hat sich da natürlich riesig gefreut. Ja, sie freut sich immer noch. Und wenn ihr euch auch freut, dass wir Kirschholz haben, dann lasst doch gerne ein Like da. Genau. Oder am besten gleich ein Abo. Kommt cooler. Oder beides. Oder beides, genau. Wow. Yeah, so, wir gucken jetzt nochmal hin. Hier hinten, die Silly kommt auch noch mit rein. Sie ist noch nicht da. Sie muss erst das ganze Spiel starten, etc. Und... ja, wir gucken hier, sie hat ja angefangen, ihren Bauernhof zu bauen und Palmholz hatten wir ja auch noch etliches mitgebracht gehabt. Ja, also ich denke mal, sie wird sich dann da bestimmt gleich weiter dran machen, den Bauernhof weiterzubauen. Und wo machen wir denn jetzt weiter? Das Kirschholz hatten wir gefunden. Ja, Zauberholz hatten wir ja auch gefunden gehabt. Habe ich auch ein bisschen was mitgebracht. Knochenmehl, uns fehlt Knochenmehl, Schatz. Da fällt mir gerade ein, wir haben ja immer noch keine Monster an, aus gutem Grund. Weil es gibt ja so einen genannten Monster, die nennen sich Creeper und... Boah, ich habe auf die absolut keinen Bock und jetzt hängt sich's auf. Und ich glaube... Ne, jetzt geht's weiter. Hey, ständig habe ich irgendwelche Probleme. Immer wieder hängt sich... Wasser? Nein, eigentlich nicht. Du hast Lani ja schon offen. Bin zwar noch nicht drin, aber du hast ja schon offen. Ja, aber siehst du schon wieder, ich habe nur Hänger. Ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ahnung. Das ist... Soll ich dir helfen? Dann stehe ja zu hart. Nee, warte. Was? So. Ah ja, Disketten. Wir brauchten auf jeden Fall Disketten. Da wollten wir uns auch drum kümmern, dass wir diese Maschine... Siehst du? Hä? Und schon hängt's nicht mehr. Was? So, genau. Hier unten hatten wir ja auch schon uns ja, dafür entschieden, dass wir das so machen. Diesen kompletten Gang. Dann hier drinnen weiß ich auch noch nicht, wie das werden soll. Das werden wir uns dann noch auseinandersetzen. Ja, okay. Jetzt ist die Frage, stellen wir Disketten weiter her oder machen wir das jetzt doch hier ein bisschen zusammen? Ach, dazu braucht man erstmal, wir brauchen die Factory Blocks. Warte mal, mal sehen, ob wir schon welche herstellen können. Jetzt gehe ich natürlich oben ins ME-System, hätte ich ja unten machen können. So, jetzt gucken wir einfach mal. Factory Blocks. Da brauchen wir Steine und Eisen. Naja, das haben wir ja massig. So, wie viel stellen wir uns her? Wir werden da etliches brauchen. Ja, Vierer, Fünfer, Sechser, Sieben, Acht, 64er Stacks sollten erstmal vollkommen ausreichend sein. Und jetzt ist die Frage, wir müssten ja... Huch, jetzt war jetzt zu tief. Hier unten kommt ja dann noch der Raum hin, beziehungsweise wo es denn ja, mehr Räume nach unten dann geht. Wo wir dann quasi... Ah, das brauchen wir auch noch. Okay, das setzen wir dann an. Ja, eigentlich wollte ich das offscreen machen, aber ich weiß nicht. Wenn wir jetzt einmal hier drin sind, dann können wir ja hier ansetzen. Weil... Ich muss ganz ehrlich, also das ist jetzt meine Meinung. Ihr könnt sehr gerne in den Kommentaren eure Meinung kundtun. Aber meiner Meinung nach, Schatzi, ganz, ganz ehrlich, alles, was du in Minecraft machst, ist halt auch wieder, ich weiß nicht, die Leute gucken ja, um zu sehen, wie du in Minecraft halt die Welt gestaltest. Das ist doch eigentlich so der Sinn von Minecraft. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, und wenn du dann anfängst zu sagen, ja gut, wir legen die drei Steine jetzt hier hin, und den Rest mache ich dann später alleine. Ich weiß nicht, ich habe mich vorher schon die ganze Zeit gefragt, ich wollte das eigentlich gestern offscreen sagen, also privat. Okay. Aber ich glaube, die Leute gucken ja eigentlich, um das dann zu sehen, oder nicht? Ja, wie gesagt, mir ist es relativ egal. Ich meine, das können sie ja gerne in die Kommentare schreiben, wie sie es gerne hätten. Ja. Ob sie sagen, ja, nee, komm, mach das lieber offscreen. Das wollen wir jetzt nicht sehen, wie du da jetzt da diesen kompletten Tunnel ausbaust. Aber gut, den baue ich jetzt natürlich aus. Also, aber wenn wieder so mal sowas ist, schreibt es unten rein, wie ihr das gerne hättet. Ob ich euch zeige, wie ich anfange und dann halt offscreen das fertig mache. Also was heißt offscreen ohne Aufnahme? Da seid ihr jetzt gefragt. Haut's raus. Haut es raus!
So, genau, jetzt müssen wir erstmal gucken hier. Das und das Din, brauchen. din, 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 Was? din, 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 din. Nicht? Nein, nicht, du bist raus. Mama. Okay. Huch. So, ich glaube, es hat aufgehört zu regnen. Ich höre es nicht mehr. So. Mensch, Mensch, Mensch. So, jetzt brauchen wir aber noch von den anderen. Ah, wartet. Da hatten wir. Was hatten wir? Das hier. Genau, das da hatten wir. So. halt. Ah ja. Okay. So. Gut. Die Schippe brauchen wir erstmal nicht. Oh, ich bin drin. Hey, nein. Also, das, okay, das Spiel ist gestartet. Ach so. Wollte gerade sagen, ich habe ja keine Nachricht gekriegt, dass du jetzt online bist, also das Spiel betreten hast, quasi. So, das sieht schon mal sehr, sehr geil aus. So, jetzt müssen wir gucken. Bis wie weit hin hatten wir das da? So. Ah, das wird schon nice. Wenn der ganze Schacht denn so aussieht, das sieht dann richtig geil aus. So, aber wir müssen auch etliches wegbauen und dann wieder hinbauen und ja, das frisst natürlich Zeit. Schatzi, du machst wieder Zeit stoppen. Nein. Okay. Du sagst auch wieder Bescheid. Mache ich tatsächlich nicht. Ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, dass ich keinen blassen Schimmer habe, wann du angefangen hast. Ja, vor 5 Minuten. Ungefähr Pi mal Daumen. Echt? Okay, gut, dann merke ich mir. Mann, ich hätte mir noch eine normale Schippe herstellen sollen. Ja, machen wir es mit der Spitzhacke. Kriegt sie XP. So, mein Chat. Ja. Ich komme. Oh yeah. Mir wird es reichen, wenn du erscheinst. Ja, so freust du dich ja immer. Oh, Celine hat das Spiel betreten. Und Celine hat das Spiel verlassen. Nein, erzähle nicht. Nein, war ein Scherz. Oh. Das ist ja normalerweise eigentlich immer so, oder? Das war jetzt mal eine Zeit lang war das so. Du hast mir aber genug Palmholz und Kirschbaumholz Dann mitgebracht. musst du gucken, also ich weiß nicht, jetzt hast du es verlassen. Das ist kein Witz, das ist wirklich. Wie so? Verbindung unterbrochen. Weiß ich nicht. Aber das ist immer so. So, das erste Mal fliege ich dann mal erst raus und dann Ja, ich wird's wieder sagte, hier. das spinnt total rum. Ja. Aber das liegt jetzt weder an irgendeinem Server oder sonst irgendwas. Das hat jetzt einfach irgendwas mit Minecraft direkt zu tun. Selina hat das Spiel betreten. Ich glaube nicht, das liegt einfach daran, dass Minecraft mich nicht mag. Ja, wer mag dich schon? Ja, niemand, das ist es ja. Ja, siehst du. Hast du eigentlich gestern die ganze Erde noch eingesammelt, die hier? Nein. Die war schon wahrscheinlich despawned. So. So. Okay. Ich baue mir die Welt, wie sie mir gefällt. So, jetzt geht uns das aus. Oh, das ist ja nicht schlimm, davon haben wir ja noch genug. Nur kurz schisseln. Du hast Ja. alles im Team, hast du Ja, gesagt, oder? alles reingeschmissen. Ach Mann, ehrlich. Habt ihr es gesehen, wie eine Frau versucht hat zu tarnen, dass sie gerade ihrem Mann nicht zugehört hat? Aha, so eine bist du also. Eine Frau, ja. Hätte dir eigentlich auffallen können. Hätte. So, da ziehen wir das Ganze mal einfach komplett bis hierhin erstmal durch. Aber mir fällt gerade ein, wir müssen ja unten noch. Nehmen wir wieder die gute Spitzhacke. Oh, ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob ich es tatsächlich so mache, wie ich das jetzt so in meinem Kopf denke. Also, da kann nichts Gutes bei Weil, rauskommen, sagst nee, das Problem ist,
So wie ich das jetzt eigentlich machen wollte, erinnert es fast schon an so eine Massentierhaltung. Tja, dann Und ist das sowas würde so. ich natürlich, ne? Ist halt wiederum nicht cool. Ich glaube, das reicht gar nicht, was ich mal hergestellt habe an diesen Factory Plots. Auch die sind ja einfach herzustellen und Warst du denn jetzt schon bei uns zu Hause mal kurz drinne? Schatz, ich bin zu Hause, ich bin nur unten im Untergrund. Ob du in unserem Gebäude Ach von so, nee, da war ich drinne noch nicht, warst? wieso? Okay. Nur so. Okay. Ich frage für eine Freundin. Ich frage für eine Freundin, was? Naja, die wollte Studienmitglieder. das wissen. Also, wer weiß, was du schon wieder gemacht hast. Nichts Gutes. Hallo? Die Frau hat Bin ich nichts unschuld Gutes. in Person? Aha. Ich weiß ja nicht, so was bei dir geht. Ja. So, dann haben wir das jetzt auch gleich mal. Zumindest dem Fußboden haben wir jetzt schon mal schon ein Stückchen vorangetrieben. So, jetzt geht es auch weiter an die Wand. Da muss ein bisschen einfacher. Geht das jetzt ein bisschen schneller? Oder auch nicht? Weil doch noch ziemlich viel Erde da ist. Alter, geh doch weg, du dämliche Fledermaus. Kann ja wohl nicht wahr sein. Läuft immer den Hammer rein. Und dann beschwert sie sich, weil sie eine auf den Deckel gekriegt hat. Kann ja wohl nicht wahr sein. Das sagst du auch immer zu mir. Nein, um Gottes Willen. Ja, ich weiß, ich darf solche Aussagen nicht sagen. Es gibt Menschen, die könnten das glauben. Wobei ich glaube, die Menschen, die uns beide kennen, die werden wohl eher davon ausgehen, dass ich dich schlage und nicht andersrum. Ja, häusliche Gewalt. Ich habe nur blaue Flecke, deswegen nehme ich auch immer ohne Facecam auf. Ja, okay, gut, ich gebe es zu. Er ist nebenbei eigentlich noch Schmink-YouTuber. Ja, wie kann man am besten blaue Flecke wegschminken, ne? Ja. Oder die blauen Augen, ne, die man ständig davon trägt. Ich habe immer blaue Augen, hallo? Und jetzt? Tja. Brauch die mir nicht schminken. So, warte mal, ich das jetzt hier einzeln weiter wegmache. Können wir doch eigentlich gleich die Schippe nehmen. Jetzt machen wir erstmal die Wand hier weiter. Sonst wird das hier gar nichts mehr. Ich meine, ich muss euch mal was Lustiges erzählen. Na, okay, gut, das ist eigentlich gar nicht so lustig. Aber ich bin, also wirklich. Ich habe das Gleichgewicht verloren und bin eine Treppe runtergefallen. Und bin halt unter anderem auch wirklich mit dem Gesicht schlecht aufgekommen, sagen wir es so. Und hatte wirklich blaue Flecke, also ein blaues Auge und generell, ich sah an sich nicht gut aus. So. Und Tivan ist so einer, der halt, wenn irgendwas nervt, der übertreibt halt manchmal so ein bisschen. Aber ich weiß halt, ach, wirklich hundertprozentig, das nie irgendwas, aber er wird dann halt motzig. Und dann stehen wir im Geschäft. Und dann stehen wir im Geschäft. Oh, wenn du jetzt nicht sofort kommst. Weißt du? Und ich gucke ihn an. Dein Ernst? Alter, ich laufe hier mit den blauen Augen rum. Du kannst sowas nicht bringen. Was sollen die Menschen denn denken? Oh, ich musste so lachen, weil er das so ernst gesagt hat. Also, wenn du jetzt nicht kommst. Wo ich mir dachte, was dann? Komm, sprich weiter, mein Schatz. Weil, Alter, oh nee, das war halt aber einfach so eine lustige Situation. Ich meine, klar. Ganz ehrlich, häusliche Gewalt ist nicht lustig, ja. Das ist wirklich alles andere. Aber bei Ja, uns ist es halt definitiv. ja wirklich so, dass es nicht so zutrifft. Aber es war halt einfach so, also, ich denke mal auch für die Außenwelt war es nicht so lustig. Aber für mich persönlich war es halt einfach in dem Moment so lustig, weil halt einfach so das stand. Und dann so auch dieser Moment, wo er dann realisierte so, okay, du sollst jetzt nicht weitersprechen, deine Frau steht da und hat ein blaues Auge. Also, wenn du dann für den Rest der Zeit nicht rumlaufen willst und dich entschuldigen willst. Also nee, das hat's nicht von mir. Oh Mann. Ja, aber du hast vergessen dazu zu sagen, dass du ja hochschwanger warst. Nee, hochschwanger Ja, warst du noch hoch. nicht, nee, aber schwanger warst du schon mit der kleinen Ja. Maus. Ja, Wir haben es ja erst da. dadurch dann damals erfahren. Wir wussten es ja nicht. Ja. Nee.
bin ich zum Frauenarzt, weil ich dann auch irgendwie angefangen habe, Probleme zu bekommen. Aber das war halt einfach nur so die normalen Schwangerschaftsprobleme. Das zwickt dann halt mal da unten. Und ich wusste das ja nicht. Genau, und dann bin ich zum Arzt, dann meinst du, ja, herzlichen Glückwunsch, sind im dritten Monat schwanger. Und ich so, sind Sie sich sicher? Ja, das ist halt so, wenn so ein Arzt dann so ein Ultraschallgerät gerade in dir drinne hat, dir sowas verkündet, muss man halt nochmal nachfragen, sind Sie sich sicher? Ja, gut. Dann hat sie so den Bildschirm umgedreht und naja, es war wahrscheinlich schon ein komplettes Wesen, ja. Kopf, Beine, Arme, Körper, alles war da. Und Ja. ja. Und ich wusste das nicht und saß im Warteraum. Und auf einmal kommt die Schwester, ne, und sagte so: ja, kommen Sie mal bitte schnell mit. Und ich dachte: Scheiße, oh mein Gott, die wird doch nicht wirklich eine ernsthafte Verletzung davon getragen haben, von dem Treppensturz. Und ich bin reingekommen, sie sitzt da so breitbeinig liegend auf dem Stuhl, dreht sich um: Hey, herzlichen Glückwunsch, du hast Papa. Okay. Das war erstmal, also ich habe mich riesig gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Ich habe mich echt riesig Er gefreut. hat fast geweint vor Glück. Psst, verrat doch nicht immer das. Also sowas darf man nicht verraten. Nein, doch, ehrlich, dazu stehe ich ja auch. Und ja, von dem Tag an, ja, wussten wir werden Eltern und haben dann ja auch eine große Verantwortung dann zu tragen und ja, haben dann halt auch versucht, schon im Vorfeld, bevor die kleine Maus dann auf die Welt kam, alles richtig zu regeln und alles gut vorzubereiten. Man muss auch ganz ehrlich sagen, da geht auch ein ganz großer Dank an unsere Familien raus, die uns da wirklich komplett unterstützt haben, weil das war einfach so, wie kann man das sagen, ohne das jetzt böse zu meinen? Das war einfach so unerwartet, ne? Das war ein richtiges, unerwartetes Phänomen. Und ja, trotzdem, es hat sich jeder riesig gefreut, ne? Und das ist ja bis heute ist ja das auch noch so, dass sich alle riesig freuen, dass wir diese kleine Maus haben. War auch ein Wunschkind, muss man auch sagen. Also das war jetzt nicht so, dass das jetzt total ungeplant war. Also wir haben da schon gezielt drauf geachtet, dass Wie es das klingt. irgendwann, ja, das hört sich komisch an, aber dass das halt, ja, jetzt dann irgendwann mal so vielleicht passiert. Und ja. Sagen wir es mal so, wir hätten es uns gewünscht, wir haben aber nicht damit gerechnet. Genau. Weil wir dachten nicht, dass das funktioniert unter den Voraussetzungen, die gegeben waren. Richtig. Wir wollen jetzt ja auch nicht zu medizinisch werden und vor allem auch nicht, weil das ist dann schon etwas, das etwas mehr in die Intimität geht. Und das ist, sind, glaube ich, halt so Sachen, die man, ich weiß nicht. Tja, aber es war trotzdem, es war echt eine schöne Zeit, ne? Also ich meine, wir haben heute auch eine schöne Zeit, aber dass das damals alles so gekommen ist, wie es gekommen ist, muss man sagen, war das echt schön. Ja, vor den Trotzanfällen. Man hatte es heute auch beim Kinderarzt. Wundervoll. Sie wollte so ein großes Auto die Rutsche runterschubsen. Das Problem war, dass das Auto größer war als die Rutsche. So. Und ich habe ihr natürlich erklärt, dass das Auto schon zu groß ist zum Rutschen und dass das nicht funktioniert. Und sie hat es natürlich trotzdem probiert. Und ich habe gesagt, nein, das funktioniert nicht. Sie hat es trotzdem probiert. Dann hab ich, böse Mama, ihr einfach das Auto weggenommen. Weil hätte sie es runtergeschubst, ich meine, da waren ja auch andere Kinder, da hätte sie halt auch jemanden verletzen können. Und ja, das konnte sie, also sie war sich da nicht so einig. Und manchmal muss man dann halt die gemeine Mama sein. Die gemeine Mama. Dann hat sie dann erstmal da gesessen und Reicht ja nicht, geheult. dass du die gemeine Frau bist, ne? Jetzt bist du schon eine gemeine Mama. Ja. Oh Ich, Mann. nicht, nicht dann wieder Papa. Der dann da sitzt und sagt, du darfst das nicht. Ich hole gleich deine Mutter. Die nimmt dich da weg. Wo ich mir dann immer gedacht habe, so, ja, dein Ernst. Na ja, gut, mittlerweile muss man ja auch sagen, du da auch selber wegnimmst und dann sagst, ich darf. Du hast ja auch dazugelernt. Ja, es ist schwierig, dass man auch mal halt schimpfen muss, ne? Oder auch mal Nein sagen muss. Das ist, also mir fällt das extrem schwer, weil ich liebe ja mein Kind über alles. Ach, ich nicht, oder was?
Wie das Ja, klingt, weil ich doch. liebe ja mein Kind über Ja, nein, alles. nein. Ah, das klingt falsch, ich weiß, aber nein, also ich Ja, ich weiß nicht. weiß. Ich weiß, wie du das machst. Du Ja. möchtest halt, dass sie immer glücklich ist. Richtig. So läuft es aber im Leben nicht. Leider. Wir sind alle mal unglücklich. Und das hat die verschiedensten Gründe. Und unsere Eltern können auch nicht immer da sein und alles tun, damit es nicht so ist. Das stimmt. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Oh. So, ich weiß gar nicht, wie lange Ich nehmen wir meine, uns schon klar, sie können auf? uns helfen. Sind erst 13 Minuten. Machst du eigentlich nebenbei was oder redest du nur? Nö, ich baue hier unten den Tunnel aus. Also ich bin schon intensiv am Bauen, also keine Angst. Und ich bin auch schon fast jetzt unten, also nicht fast, ich bin jetzt hier da, wo die Brunnen, wo der Brunnen steht. Bis dahin bin ich schon gekommen. Ich muss jetzt zwischenzeitlich wieder hoch, muss ja auch wieder herstellen, diese Factory Blocks, weil davon brauche ich echt massig. Weil wenn du so einen kompletten Tunnel ausbaust, das, ja, das frisst schon eine Menge Zeit. Das glaube ich dir. Okay. Die darf ich alle wieder abbauen. Was? Ja, ich habe vielleicht ein bisschen zu viel gewollt. Hä? Ach, Factory, ach, Blocks, meinst Ja, ich habe vergessen, die Wand wegzunehmen. Ich du? habe jetzt Ah. quasi den Schacht quasi wäre jetzt dünner gewesen. So, das ändern wir jetzt gleich ab. Huch. So. So, warte mal. Ja, da müssen wir auch noch rein. Machen wir gleich. Ja, der, also wie gesagt, oh, gerade wenn ich sowas mache, kann man ja sowas mal halt erzählen, weißt du? Das ist ja Ja. dann nicht verkehrt. Finde ich jetzt. So lernt ihr uns auch mal ein bisschen mehr kennen. Richtig, dass wir auch mal Wobei, ein bisschen was aus unserem Leben erzählen. die Sache ist, dass ich ja zum Beispiel, also wir wissen ja, dass auch einige Bekannte und Freunde halt, beziehungsweise uns gucken. Und da ist die Sache, da weiß ich halt, die sind ja so in unserem Alter. Auch jünger, aber ja. Aber ich habe halt so immer noch die Vorstellung, dass wirklich überwiegend wirklich eher so jüngere Minecraft gucken. Und da ist halt wiederum, für die ist das natürlich ein komplett uninteressantes Thema, wenn wir hier vom Elternsein erzählen. Ja, oder auch Weil. nicht. Oder auch nicht. Können Sie ja in die Also Kommentare schreiben. willst du mir sagen, du hast dich mit 15, 16, naja, ne, obwohl die sind eher so Fortnite, glaube ich. Ja, Oh, ich gut. muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht mal, was für ein. Also bei uns ist es ja wirklich, in den Analytics steht ja wirklich, dass das unsere Zielgruppe, beziehungsweise so die Durchschnittsalter, was guckt wird, sind 25 bis 30. Ja, deswegen ja. Ist ja, ist doch okay. Also das, was meistens geguckt wird. Aber gut, das ist halt immer so. Ja. Ich bin komisch. Und ich mache auch komische Sachen, weil ich baue jetzt hier etwas. Ach ja, übrigens, die Sally nimmt nicht mehr nebenbei mit auf. Doch, tatsächlich nehme ich das gerade auf, weil ich dir ja gesagt habe, Ah, dass ja, wenn ich genug stimmt. Materialien habe, dass ich Genau. dann den Bau der Sachen dann schon aufnehme. Genau, und das wird dann halt beschleunigt, auf dem Channel Genau, mit mitkommen. Musik. Genau. Weil, ganz ehrlich, ich finde es blödsinnig, es von meiner Perspektive aus aufzunehmen, weil dann müssten Jimju und Tivan müssten das ja auch machen bei 7 Days to Die, dass man halt ihre Perspektiven Ja, auch sieht. ja, ja, ja. Und ich Aber. finde, dass das halt auch vollkommen in Ordnung ist, wenn ihr halt meine Perspektive nicht, wie jetzt zum Beispiel das Bauen, da kann ich verstehen, dass das noch so interessant ist. Wie hat es gebaut? Wobei ihr meistens ja eh das fertige Werk seht und ja gut. Aber wie gesagt, dass ich dann halt die einzelnen Gebäude dann auch als diese dann kennzeichne, dass ich dann halt sage, der Bauernhof und dann wird das beschleunigt, mit Musik unterlegt. Ja. Genau, und dann kann man halt gucken, wie sie es gebaut hat. Genau. Ist halt so eine schöne,
Zwischenfolge dann halt mal. Finde ich jetzt auch mal was Gemütliches, dass man, okay, mit Musik unterlegt, vielleicht schon was Schönes, Entspanntes und man kann halt gucken, wie hat es denn gebaut und ja. So. Okay. Also ich glaube, der Tunnel, das dauert noch eine ganze Weile, ehe ich den hier fertig kriege. Aber wir sind schon mal sehr gut dabei. Und ich habe gesehen, dadurch, dass wir ja eigentlich überwiegend den Tunnel unter dem, na sag's mal, unter dem Fußweg haben, bin ich der Meinung, dass wir auch die Decke des Fußweges halt durchziehen sollten. Das heißt, ja, bis hinten hin dann quasi dieses Cobblestone nehmen als Decke, dass das einheitlich auch ein bisschen passt. Bis auf natürlich hier, wo der Fußboden vom Labor dann ist, da könnte man auch ja irgendwo noch eine Zwischentür reinbauen. Das werde ich da Nur so vielleicht auch kurz da machen. mein Näschen Ja, neu ja. stellen. Ja, mach das. Und ja. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Ich muss erstmal jetzt überhaupt überlegen, weil jetzt kriegen wir ja dadurch, dass wir ja die Wände abbauen und so auch massig an Materialien. Und ich habe da jetzt keine Lust, muss ich ganz ehrlich sagen, das alles ins ME-System reinzuballern, weil hier 64er Stacks schufflige Erde, das braucht kein Mensch im ME-System. Den Sand, ja. Den Limestone, ja. Obwohl. Erde, na, die Erze kommen so oben hin. Ne, ich weiß nicht, wir haben auch Und sehr viele Ender hier. Ist halt, die werden auch nicht voneinander gestapelt, was ich ein bisschen schade. Limestone, Erde. Aber die bekommen ja sowieso einen anderen Platz. Also die kannst du erstmal drinnen lassen. Die kommen ja dann später sowieso in die Schwerterfabrik rein. So, Schwerterfabrik, was ich rede. Du weißt, was ich meine. Gut. So, ich stelle mir gleich mal noch ein paar Wenigstens einer. Factory Blocks her. Ich wollte genau. Das sollte erstmal vollkommen ausreichend sein. Halt, Anker. Wir brauchen diese Anker. Jetzt geht's mal weiter. Wir suchen jetzt, dass wir vielleicht schon den Glasboden machen können. Anker, hier haben wir sie. So, dazu brauchen wir erstmal das da. Das können wir uns herstellen. So, dann brauchen wir Zinnbarren, Silberbarren, Bleibarren, Bronzebarren, Nickelbarren, Ingwerbarren, Aluminium, Eisen. So, ich stelle davon jetzt erstmal gleich etliches her. So, jetzt brauchen wir Glas. Haben wir schon Glas drinne? Ja. So, dann machen wir das nämlich so. 1, 2, 10, 10, 10. So, und wenn du damit fertig bist, ist die Folge sowieso fast vorbei. Okay. Dann würde ich dich nochmal bitten, dass du ins Haus gehst, um die Okay. Folge zu beenden. Okay. Ja, ich muss ihn nur noch herstellen. Okay. Dauert noch einen kleinen Moment. Aber ich glaube, dafür brauchen wir auch massig. Okay. Gut. Oh, Netzwerk. Okay, prima. Ich soll jetzt noch ganz schnell ins Haus. Okay, wir gucken jetzt mal ins Haus, was die Silly uns da vorbereitet hat. Wir fliegen mal ganz fix rüber. Yeah. Hoffentlich stürzt das Spiel nicht ab. Ich habe immer Angst, dass das Spiel abstürzt. So. Ja, bist du des Wahnsinns? Wieso hast du zwei Eisbären mitgebracht? Diese Frau, ne? Das ist ja. Beißen die? Beißen die? Nein. Ja, hallo? Aber ich hätte Hallo? drei mitbringen können, dann hättest du doch den Erfolg machen können und eins töten können. Okay. Oh, guck mal hier. Die Selina hat schon die Deko-Bench gebaut. Yeah. Naja, was meinst du, woher die Schmiede so geworden ist? Alter, da bringt die einfach ein paar Eisbären mit. So, wir gucken uns das Ganze jetzt mal so an. Und mit diesem Bild würde ich sagen, verabschieden wir uns auch. Und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao, ciao.